Der hat gesagt, ich will das richtig machen. Ich sage, wenn man davon überzeugt ist, dass Allah der einzige Gott ist, und wenn man daran glaubt, dass Mohammed der Gesandte Allahs ist, das heißt, man glaubt, Allah hat das Recht, angebetet zu werden, und der Prophet Mohammed ist mit der Wahrheit gekommen, dann soll einen nichts daran hindern, den Islam anzunehmen. Denn es kann sein, dass man heute noch stirbt. Wir haben Leute gesehen, ja, 24 Jahre alt, gesund, auf einmal, die liegen im Bett, bupp, tot. Keiner weiß, wann das Herz anhaufen wird zu schlagen, und vielleicht ist die Nacht heute gekommen. Vielleicht werde ich heute sterben, vielleicht wird sie heute sterben, vielleicht wirst du heute sterben, vielleicht wird jemand sterben. Wir wissen es nicht. Das heißt aber, wenn du mit der Shahada gestorben bist, kommst du ins Paradies. Inshallah. Wenn das mit Wahrhaftigkeit gesagt ist. Und Fehler macht jeder Mensch. Und Allah weiß auch, dass jemand, der den Islam neu annimmt, dass er es nicht schafft, oder in den meisten Fällen nicht schafft, von heute auf morgen alles zu verändern. Brüder, ich bin Muslim geworden, das soll jetzt keine ermutigen, was Schlechtes zu machen. Und ich bin am Anfang noch in der Disco gewesen. Nee, weil ich gar nicht wusste, dass man das nicht machen soll. Ja? So, und ich habe gesagt, ja, okay, keine Freundin habe ich nicht, Alkohol trinke ich auch nicht, ja, und ein bisschen rumdenken, nichts, ja, nach dem Motto. So, das heißt, aber man muss sich verbessern. Man schafft nicht alles von heute auf morgen, aber man fängt an zu beten, man fängt an, sich zu verbessern, und Schritt für Schritt wird man besser, und inshallah wird das dann, deswegen sollte ich das nicht hindern, okay? Noch eine Frage? Okay, dann mache ich das jetzt, inshallah. Ich sage vor, bitte nimmt die Schwester nicht auf, okay? Nur, dass man die Shahada hier sieht oder über die Köpfe, okay? Ja, kannst du machen, inshallah. Inshallah, super. Okay. Ich sage das jetzt vor, wenn man sagt, Eshhadu an la ilaha illallah, heißt das, ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Dass er der ewige Schöpfer, Lenker, Herrscher des gesamten Universums ist, dass er völlig transzendent ist, dass er über unsere Vorstellungskraft ist, dass er der Einzige ist, der das Recht hat, angebetet zu werden. Wenn ich sage, ich bezeuge, dass Mohammed der Gesandte Allahs ist, dann sage ich damit, ich glaube, dass das, was Mohammed gebracht hat, die Wahrheit ist. Dass ich an jedes Wort im Koran glauben muss, ja, und dass ich glauben muss, dass das, was er verpflichtet hat, Pflicht ist, dass das, was er verboten hat, im Namen Allahs verboten ist, und dass ich Allah so anbeten will, anbeten muss, wie er es gezeigt hat. Wenn man das mit Überzeugung und Aufrichtigkeit sagt, werden alle Sünden vergeben, und du bist danach inshallah wie neugeboren. Ja? Außer Schulden, die musst du trotzdem zurückzahlen. Okay, ich sage das am besten vor und du sagst es nach, ja? Okay, komm mal hier hin. Bitte die Handys doch mal runter. Nicht aufnehmen, die Schwester, bitte. Ja, machen wir gleich, inshallah. Okay. Eshhadu. Eshhadu. An. An. La. La. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa. Wa. Eshhadu. Eshhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Allahu Akbar. Jetzt noch mal bis zum Rathaus, ja? Takbir! Möge Allah die neue Schwester segnen. Amin. Möge sie ins Paradies führen. Amin. Möge er den Weg leicht machen für sie. Amin. Möge ihr helfen, von ihren schlechten Angewohnheiten wegzukommen. Amin. Möge sie ins Paradies führen. Amin. Amin. Ist noch jemand hier, der Islam annehmen will? Schwester, ich habe hier ein Geschenk für dich. Über das Gebet. Und guck mal, Schwester, hast du Freundin und Bekannte? Wichtig, ganz wichtig. Ach, ihr seid die Freundinnen? Bitte, Schwester, geh mal jetzt hinten zu den Frauen, die wollen dich anrufen. Die sind voll happy. Die sind voll aus dem Häuschen. Und dann tauscht mal die Nummer mit dir aus und kümmert euch um die Schwester, ja? Das ist eure Verantwortung. Allahu Akbar! Lass die Schwester mal durchgehen. Und bitte, Schwester, geh dann mal hinten rüber. Allahu Akbar. Gibt's noch jemanden, der Islam annehmen will? Noch jemand da, der zum Glücklichen gehören will? Schade. Keiner da, schade.